Five, Lofer von Wander Montor immer noch auf dem Tisch steht, dann herzlich willkommen zur neuen Runde Company of Heroes 2. Ich bin's wieder, der Christoph von Your Face Gaming, und heute zocken wir mal wieder die Wehrmacht. Ich wollte euch heute mal die Kesseldoktrin zeigen. Den Commander habe ich mir vor einer ganzen Weile mal gekauft. Ja, mir waren die 4 Euro nicht so schade, denn ich habe mir gedacht, irgendwie habe ich nichts Gescheites für die Wehrmacht, was mir wirklich Spaß macht. Also habe ich beschlossen, den einfach zu kaufen. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Also man hat hier einige ziemlich coole Sachen, diese Sprintfähigkeit. Dann kriegt man natürlich die mit Abstand stärkste Infanterieeinheit, die die Wehrmacht überhaupt kriegen kann, nämlich die Elite-Truppen. Können sich tarnen, also ich werde sie wahrscheinlich im späteren Verlauf der Runde, wenn alles ganz gut läuft, auch demonstrieren können. Dann hat man natürlich ein Sperrfeuer, was einen Punkt neutralisieren kann. Das funktioniert bei Siegmarken nicht. Erhöhte Geschwindigkeit für Fahrzeuge und Kessel schließen. Allerdings bei dieser Fähigkeit gelang es mir noch nicht so richtig, davon zu profitieren, weil ganz einfach ich noch nie auf so einer Karte war, wo es so ein richtig krassen Cut-Off gab und der nicht befestigt war, denn wenn der Punkt befestigt ist, dann funktioniert das auch nicht. Also es ist nicht OP, wenn man das so betrachtet. Ja, wir haben die Mitte, aber wir werden unserem Kollegen hier in der Stadt, denke ich, auch versuchen zu helfen. Wir schicken einfach unser zweites MG hier hin und unser erstes schicken wir in die Stadt. Und zwar da rein. Grenadiere schickt man da hin. Die sind auch schon hier. Ja, der baut sich da hinten auf. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist tatsächlich, wenn wir unser MG in das Haus da reinkriegen. Ja, toll, haben wir natürlich nicht geschafft. Aber, naja. Hier sollten wir vielleicht auch die Sprintfähigkeit einsetzen, dann können wir auch unseren MG schneller in Position bringen. Denn unsere Pioniere machen es nicht mehr lang. Ja, noch einen Grenadiertrupp müssen wir auf jeden Fall holen. Als nächstes holen wir uns auf jeden Fall dann die nächste Kampfphase. Ich versuche hier meinem Kollegen so gut zu helfen, wie es geht. Leider haben wir das Haus nicht gekriegt. Ja, aber hier kommst du auch nicht vorwärts, mein Freund. Oh. Ich hoffe, der Kollege sichert diesen Punkt wieder. Oh, shit. Die töten unseren MG. Das ist gar nicht gut. Ach, die kamen noch weg. Das ist gut. Ja, aber hätt's wohl gern. Noch ein bisschen Munition und können wir uns auch hier entsprechend zur Wehr setzen. Nächste Kampfphase, natürlich nicht vergessen. So. Ja, und wir sind echt munitionsabhängig hier. Also wir werden auf jeden Fall Munitionslager bauen, sofern unsere Freunde das zulassen. Das Gebäude können wir noch nicht bauen. Also würde ich sagen, bauen wir einfach mal einen Munitionspunkt. Bevor unser Kollege das zubaut. Weil wir brauchen Munition, damit wir unsere Fähigkeit nutzen können. Denn dieser Commander ist echt munitionslastig geworden. Also ist munitionslastig, beziehungsweise war es schon immer. Ja, die müssen raus. Gut sagen. Ja, jetzt können wir uns das Ding holen. Das MG können wir allerdings auch wieder vorschicken. Und ja, bis jetzt scheint es ja doch ganz gut zu funktionieren. Ich denke, ich setze hier gleich einen Bunker. Die sollten sich umdrehen. Die sollten zurück. Ja, diese Bauern haben tatsächlich den Mut, uns anzugreifen. Und deswegen werden wir hier auch mal einen Bunker setzen. Na toll, ich glaube, das können wir abbrechen. Das haben wir zerstört. Lügt doch nicht.
Spiel. Na komm. Das hat doch funktioniert. Jetzt wollen wir hier auf jeden Fall im Bunker sitzen. Ah, da brennt's. Wir stellen das Ding einfach dahin. Die sind wieder fit. Ja, ich würde sagen, nächste Kampfphase halten wir uns gar nicht mal auf mit dem Zeug hier. Versuch mal, das zu cappen. Ich hoffe nur, dass da nicht viel zu viele Leute sind. Okay, hier ein Bunker. So. Ja, scheint aber ganz gut zu funktionieren bis jetzt. Ich will hier nämlich hin und den nächsten Munitionspunkt bauen. Und die kassieren. Ja gut, die kassieren auch gleich. Puff, das hat doch gut gesessen. Das hat ihn auf jeden Fall dazu gebracht, sich zurückzuziehen. Und ich würde sagen, wir setzen hier noch ein Munitionslager. Und haben wir noch... Nein. Ja gut, Minen sind zu teuer. Das ist halt das Problem, als Wehrmacht sind Minen echt teuer. Na gut, das können wir vergessen. Ja, unsere Gegner können das genauso vergessen. Das können die hier rüber? Naja, egal. Ich wollte die da drin haben. So, das haben sie gelegt. Ich kann eigentlich fast schon sagen, wir setzen hier noch einen Bunker hin. Na toll. Ja. Einfach hier noch einen Bunker. Kann nicht schaden. Der darf hier auch gleich nochmal einen Bunker setzen. Bunker bauen, bis der Arzt kommt. So ein Video hatte ich, glaube ich, auch schon mal auf dem Kanal. So. Ich will es doch nur mit diesem MG da reinschaffen. Es kann doch nicht sein, dass ich es nicht hinkriege, da hinzulaufen. So. Sollen sich zurückziehen, dann nehmen wir uns auch gleich die nächste Kampfphase. So. Auffüllen. Na egal, wir laufen jetzt einfach mal wieder vor. Und gucken, was so läuft. Der Kollege hier scheint auch noch nicht so viele Panzerabwehrwaffen zu haben. Und das könnte uns durchaus zum Verhängnis werden. So. Aber wir hoffen einfach mal das Beste und... Boah. Gucken, was so passiert. Heilbunker können wir auch auf jeden Fall mal bauen. Und das Ding kostet dann 75. Gut. Ja, ich würde sagen, wir pushen dann weiter in die Stadt. Grenadiere melden sich bereit. Mit unseren Grenadiertruppen, die wir noch haben. Und ja, mal schauen. Das MG steht auch ganz gut. Das andere hört gar nicht mehr auf zu ballern. Und ja, ich würde sagen, komm schon. Schneller. Wir können ihnen auch demnächst mal Waffen geben, würde ich sagen. Aber wir lassen es erstmal sein. Jetzt können wir das Gebäude bauen. Sehr schön. Wobei, ich glaube, ich gebe denen tatsächlich mal eine Waffe. Man kann ja nicht schaden. Er hat schon Volksgrenadiere, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe da, glaube ich, einen Steward gehört oder sowas, oder ein leichtes Infanteriegeschütz. Ja, das ist nicht so gut. Autsch. Das hat wehgetan. Wahrscheinlich brauchen wir hier gleich unsere Truppen. Na komm. Das ist natürlich nicht so gut. Ich hoffe, der Kollege hilft mir, ja. Weil ich helfe ihm gerade hier oben. Okay. Ja, wir müssen halt
Treibstoff zusammenkriegen, dann können wir unsere Panzer bauen. Und da ist natürlich ein Stuart. Eigentlich sollten wir auch mal das zweite Gebäude bauen. Ach Gott, die haben auch sich den beschissensten Rückzugsweg genommen, den es gibt. Das war natürlich... Ich meine, warum sind die nicht hier lang gelaufen? Das ist so typisch Company of Heroes einfach. Okay, egal, scheiß drauf. Wir verlieren hier gerade unsere gesamten Truppen, aber ich denke mal, das können wir verkraften. Ja, übrigens mal einen Pack. Au, 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 ich hoffe, der schafft's noch. Es wäre schon schade, die eine Waffe auch noch zu verlieren. Ja, wir hätten vielleicht doch das zweite Gebäude bauen sollen. Und hier bauen wir auf jeden Fall mal ein Treibstofflager. Ja, der holzt auf unser Haus drauf. Unser armes Haus. Naja. Wir könnten eigentlich noch einen Bunker bauen, aber das macht relativ wenig Sinn. Ich würde sagen, wir drücken I, damit die schneller laufen. Und die sollen hier hinten rum raus. Und mit hinten rum sage ich wirklich hinten rum. Na toll. Ich meine, hat das Ding keine Tür hinten? Egal. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Jetzt haben wir eigentlich unsere kompletten Truppen verloren. Aber... Wir können hier mal unseren Packtrupp hinstellen. Und unsere Grenadiere sagen es einfach mal vor. Und den Kollegen da helfen. Ein Sturmpanzer wäre ganz nett. Und ja, Infiltrationstruppen würde ich gerne demonstrieren, aber ich habe gerade einfach überhaupt keine Arbeitskraft. Weil ich damit beschäftigt bin, alles mit Treibstofflagern zuzubauen. Haben die... Vielleicht können wir die das MG einfach bemannen lassen. Brauchen halt eine Weile, bis sie da sind, aber... Ich denke, unsere Gegner... Ja gut, jetzt kommen sie. Jetzt wollen sie es wissen. Aber unser Kollege hat leichte Infanteriegeschütze. Und das tut ihm einfach weh. Und das war völlig für den Arsch. Deswegen... Nehmen wir jetzt einfach mal unser MG ein und ziehen uns zurück. Wir haben wieder Arbeitskraft, dann bauen wir einfach mal noch ein Treibstofflager. Denn das kann unser UKW-Freund auch gebrauchen. Die Pack sichert hier auch vor möglichen Panzerangriffen. Von daher sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ja, da kommt er schon. Ja gut, bis die hier da ist, dauert es halt wirklich ewig. Ja, wir hätten sie vielleicht hier hinstellen sollen. Ah, die sind fertig. Dann können die auch den Bunker reparieren. Munition haben wir jetzt auch wie blöd. Ja. Wir füllen jetzt einfach mal alle unsere verbleibenden Einheiten auf. Aber wir haben halt auch nicht so viel zu tun. Das ist halt das Problem. Hier können wir noch unser MG wieder vorziehen. So ist eigentlich am besten. Ah, da kommen die Ranger. Das wird eklig. Okay. Ja gut, die müssen sich zurückziehen. Und ja, Infiltrationstruppen brauchen wir. Okay. Das Gute ist, sie sind unsichtbar. Oder werden auf jeden Fall nicht sofort gesehen. Und wie ihr seht, also bis jetzt kommen die gegen die Ranger ganz gut an. Ja, war doch ganz okay. Ich will natürlich noch ein paar Ranger mitnehmen.
Die haben auch fast schon ihre Sturmgewehre nachgerüstet. Mit Sturmgewehren sind die einfach absolute Biester. Ja, toll, da hinten ist eine Stellung. Autsch. Okay. Das ist keine gute Idee, aber die stehen hier ganz gut. Okay. Infiltrationstruppen vor, bitte. Und möglichst viele Gegner töten. Das ist unser Motto. Okay. Ja, funktioniert doch ganz gut. Er baut hier sein... Okay, das ist mutig, aber... Ich denke aber, es würde auch funktionieren. Ja, wir holen uns jetzt einfach mal... einen Panzerwerfer. Na gut, so wird das nix. Ich habe gehofft, die werden nicht gesehen. Oh, okay. Tschüss. Die packt soll wieder vor. Autsch. Ja, wir haben hier doch eigentlich alles ganz gut gesichert. Ich hoffe nur, der OKWler kriegt hier nicht zu viel Schaden ab. So. Da hinten steht ein Steward. Wir könnten theoretisch auch so dreist sein, ihren Treibstoff neutralisieren. Dann kriegen die weniger Treibstoff, das heißt, der Pershing kommt ein bisschen später. Die 70 haben wir jetzt auch mal gesichtet. Und ich denke mal, mit unserer Artillerie können wir dann hier anfangen, langsam aber sicher unsere Gegner zu malträtieren. So, die sollen mal in eine Gruppe. Ja, gut. Und als nächstes holen wir uns dann am besten nochmal Infiltrationstruppen. Weil wir ganz einfach unseren Gegner besiegen wollen. So. Oh. Hat das etwa wehgetan? Das tut mir jetzt aber leid. Die Stellung ist immer noch da. Deswegen würde ich mir eigentlich... Wobei, es ist eigentlich ziemlich riskant. Ja. Okay. Infanterie ist auch schon da. Pack soll nicht ganz so weit vor. Okay, Pioniere sollen reparieren. Infiltrationstruppen. Jetzt haben wir hier auch Sicht. Ich stell die hier mal ganz geheim in die Ecke. Au. Na komm. Geht doch. Oh, na toll. Das ist natürlich nicht so gut. Wo will der eigentlich hin? Egal. Hm. Ja, wir brauchen mal wieder Arbeitskraft. Die sind fast nachgerüstet. Und ja, ich würde sagen, die nächste Salve... Ja, die packt es halt ein bisschen zurück. Bisschen zurück. Ja, die sind jetzt fit. Und eigentlich können wir auch diesen Punkt da einfach mal nehmen. So, da will jemand aufs Maul. Die kann er gerne haben. Und zwar hier irgendwo. Ich hoffe nur nicht, dass das alles vom Haus abgefangen wird. Das Ding steht ja auf jeden Fall ganz gut. Ja. Nachfüllen. Na, nicht ganz so gut. So, die haben das auch eingenommen. Oh shit. Das tut weh. Deswegen lassen wir es sein. Ja, wir wollen eigentlich nochmal in unseren Stern ran. Ich werde mir jetzt auch keine Infiltrationsspezialisten mehr holen. Ich schicke mal unsere Infanterie-Einheiten vor. Bunker ist wieder fit.
Oh, das Ding braucht auch noch eine Weile. Vielleicht können wir die Pioniere auch mal hier hinschicken. Zumindest zum Neutralisieren. Wir sind gerade etwas im Rückstand, was die Tickets angeht. Also die Sterne angeht. Tickets haben wir noch mehr als genug. Aber jetzt hat unser Kollege Sicht. Und das ist auch gut so. Ah, und ich würde sagen, wir holen uns einen Panther. Okay. Wir wollen einfach mal hier diesen Bereich sichern. Dann töten wir noch ein paar Echelons. Aua. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie nicht seine eigenen Leute abballern will. So. Oh, 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 oh. Naja. Drauf. Okay, wir haben es gesichert. MG soll weiter vor. Jetzt sollte es wehtun. Aber nicht genug. Wir bräuchten mehr davon. Tja. Uff. Das hat wehgetan. Wir haben noch mehr Infiltrationsspezialisten. Ja, und eigentlich wäre es ganz cool. Ja, den Panther können wir eigentlich da reinstellen. So, Munition haben wir auch wie blöd im Moment. Schießt ihr mal? Oh, die sehen die gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Na toll, jetzt sind die suppressed. Das ist natürlich ganz gut. Autsch. Ja, das MG kann ich rausziehen. Der Kavela macht hier eigentlich schon alles richtig. Ne, das lohnt sich nicht. Ja, da kommt auch unser Panther hier an. Na komm. Stirb. So. Na? Na komm schon. Ich glaube, das hat ein bisschen wehgetan. Das hat definitiv wehgetan. Autsch. Das hat aber auch wehgetan. Au. Oh. Lass das. Mein Freund. Tja. Ich würde sagen, wir schießen zurück. So. Einfach aus Prinzip. Munition haben wir ja auch noch. Au. Na komm. Eingenommen. Wieder vor. Funktioniert doch. Boah. Eigentlich könnten wir... Oh, wir haben gewonnen. Ja gut, ich wollte gerade noch einen Katusha, also einen Panzerwerfer-Sperrfeuer anfordern. Ich glaube, die waren vom Level nicht so hoch. Wobei, war eigentlich okay. Also, war jetzt nicht unbedingt anspruchsvoll und ich konnte euch bei weitem nicht alles zeigen, was ich eigentlich in dem Commander drin hatte. Aber wir haben schon die wichtigsten Sachen gesehen, also Sprintfähigkeit, die Infiltrationstruppen, die richtig gut sind. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Diesen Neutralisierungsschlag habe ich auch mal gemacht, aber viel gebracht hat er jetzt nicht, weil auf der Karte halt nicht so viele Cut-Offs vorhanden sind. Und ja, der Druck auf uns war jetzt nicht so hoch, deswegen war jetzt auch nicht so viel Action. Wir haben halt auch mit Abstand am wenigsten von allen gemacht. Ich meine, wir haben auch die wenigsten Verluste, ganz klar. Aber es war halt auch im Grunde genommen, weil nicht so viel los war. Unser Panzerwerfer hat hier einfach 28 der 61 Kills gemacht. Sturmtruppen haben sich nicht wirklich gelohnt, weil wir einfach zu viele davon hatten. Die einen Grenadiere haben verloren. Pioniere haben wir auch nicht gekämpft. Ja. War aber okay, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes bringen soll. Bis zum nächsten Mal. Euer Kritzsoldat.